Hallo ihr Lieben, ich habe von einem lieben Bekannten eine Gigantic Zucchini, so groß. Die habe ich jetzt schon halbiert, geschenkt bekommen. Und da habe ich gedacht, okay, was kann ich damit zaubern? Und habe mir überlegt, die schön zu füllen mit Hackfleisch, Reis. Und dann mache ich eine schöne Soße, dass das auch weicher ist. Dann können nämlich meine Eltern davon mitessen. Ich zeige euch mal die eine, die ich schon, eine Hälfte, die ich schon ausgehöhlt habe. So sieht das aus. Aber ich wollte euch noch mal zeigen, wie ihr ganz leicht Zucchinis ausholen könnt, ohne viel Stress mit Löffel oder so. Deswegen habe ich mir die andere Hälfte hier noch hingestellt. Hier steht auch schon alles andere. Ich zeige euch mal, womit ich das mache. Wir haben diesen, ich komme jetzt leider im Moment nicht auf den Namen. Ach ja, Ausstechen und mehr heißt der. Die eine Seite ist wunderbar für Tomaten oder Erdbeeren zu entkernen und so. Und die andere Seite, damit könnt ihr wunderbar aushöhlen. Das heißt, ich setze hier einfach an. Und entweder ziehe ich das lang, dann habe ich so große Stücke, die habe ich hier auch gesammelt, die werde ich nämlich jetzt gleich im Thermomix klein machen, mit Zwiebeln und Schalotten. So. Und wenn ihr dann den Rand noch freikratzen wollt, könnt ihr das praktisch mit dem kleinen hier. So, dann habt ihr gar nicht viel Arbeit. Und wie gesagt, mit der großen Seite mache ich das Grobe, hülle das aus, dann habe ich so große Stücke, da habe ich nicht viel Fummelei. Und habe dann wirklich ganz viel raus. Das wollte ich euch eben zeigen. Ich höhle die eben aus und dann hole ich euch wieder dazu. So, fertig ausgehöhlt. Ich habe die beiden jetzt in die große Ofenhexe gelegt. Und damit werden wir die gleich befüllen. Ich habe in der Zwischenzeit schon in unserem Reiskocher, den gibt es leider nicht mehr, aber darum koche ich immer meinen Reis. Viele von euch haben den ja auch noch, habe ich schon 200 Gramm Reis gekocht. Der steht beiseite. Und jetzt machen wir noch den anderen Rest. Also hier habe ich jetzt praktisch das Fleisch von der Zucchini eingetan. Und die gebe ich jetzt in den Thermomix. Dann habe ich hier noch zwei Knoblauchzehen und drei Schalotten. Die Schalotten habe ich halbiert. Die gebe ich jetzt auch dazu. So. Das Ganze werde ich jetzt zerkleinern. Und zwar habe ich mir schon alles aufgeschrieben. 6 Sekunden auf Stufe 5 erstmal. So, dann werde ich das Ganze andünsten. Ich schiebe das erstmal nach unten. Ich das Ganze mit gesundem Algaöl andünsten. Zeige euch das mal. So sieht die zerkleinerte Masse jetzt aus. Da geben wir jetzt einen Esslöffel Algaöl rein. Aktuell ganz viele Tomaten in meinem Garten, deswegen habe ich 4 Tomaten gehäutet und klein geschnitten. Die gebe ich jetzt auch noch dazu zum Anbraten. Und hier habe ich noch eine rote Paprika, die habe ich in so kleine Würfel geschnitten, die brate ich auch noch mit an. Und zwar werden wir das Ganze jetzt 4 Minuten Varomastufe auf Stufe 1 andünsten. Wenn die 4 Minuten um sind, hole ich euch wieder dazu. So, ihr Lieben, die 4 Minuten sind um. Ich habe das Ganze jetzt etwas angedünstet. Und jetzt gebe ich mein Rinderhackfleisch. Ich habe hier 500 Gramm Rinderhackfleisch. Das zerbrösel ich jetzt da rein oder zupfe das so ein bisschen auseinander, damit das nicht ganz so ein dicker Klumpen ist. Und dann werde ich das da mit köcheln. Immer noch Gewürze dazu, Eiweiß dazu. So.
muss mal eben die Hände waschen. So, dann habe ich mir Ayva geholt. Das kann man auch selber machen, aber ich kaufe das meistens, weil ich da nicht so viel Zeit zu habe. Und zwar ist das Ayva pikant. Sollte man auch aufkriegen. Geht natürlich nicht. Gehandicapt, dann kriege ich da nicht auf. Naja, so, dann gebe ich jetzt 2 Esslöffel Ayva zu. Ich muss halt ein bisschen vorsichtig alles würzen, weil, wie gesagt, ich da gerne meinen Eltern was von abgeben würde. Dann habe ich hier Gewürz, nicht Fisch, nicht Fleisch. Da gebe ich 2 Teelöffel zu. Und erstmal einen halben Teelöffel Gewürzfleischeslust und dann schmecken wir das nachher einfach mal ab. Das Ganze werde ich jetzt 6 Minuten auf Linkslauf. Ich glaube, da muss ich rüber. Der war ja hier unten, genau. Linkslauf aktivieren, genau. Dann 120 Grad. Und sanft rühren. So, wenn die 6 Minuten um sind, hole ich euch wieder dazu. So, ihr Lieben, die 6 Minuten sind um. Ich probiere mal, ob ich da noch nachwürzen muss. Es soll ja, wie gesagt, nicht zu scharf werden. Lecker. Das ist gut. So, das füllen wir jetzt um. Zu dem Reis. Den habe ich schon in unsere große Servierschüssel gepackt. Dann werde ich das miteinander vermengen und werde das Ganze dann in die Zucchini füllen. Könnt ihr das? Nee, könnt ihr gar nicht sehen. So. So, sind noch ein paar größere Stückchen, aber das ist nicht schlimm. Das heißt, ich vermenge den Reis jetzt mit der gehackten Soße. Und dann fülle ich das in die Zucchini. Ich denke mal, dass das, was überbleibt, mit Sicherheit auch noch kalt schmeckt. Wir schauen mal. So, dann nehmt ihr euch die Zucchini. Und dann füllen wir das jetzt da ein. Ich fülle das jetzt so rein und wenn ich die gefüllt habe, dann hole ich euch wieder dazu für die Soße. So ihr Lieben, ich habe umgeplant, manche Rezepte ergeben sich ja beim Kochen. Ich habe jetzt, weil so viel über war, die Hälfte an Reis und Hack unten in die Auflaufform gegeben und werde jetzt obendrauf die Zucchini setzen. Dann mache ich auch gar keine Soße dazu, sondern werde nur noch ein bisschen Käse reiben, den ich auf die Zucchini setze. Ich mache mir eben ein bisschen Platz hier und dann hole ich euch wieder dazu. Also so sieht das jetzt aus. Boah. So. Und dann mache ich eben Platz und dann hole ich euch wieder dazu. So ihr Lieben, jetzt haben wir wieder Platz. Jetzt reibe ich mit der groben Microplane-Reibe gleich Emmentaler und mit der feinen mache ich jetzt Parmesan etwas. Ich habe hier noch 2 so Endstücke, die reibe ich eben auf. Weil ihr wisst, das möchte ich nicht im Thermomix machen, weil hiermit kann ich viel feiner reiben. Ich habe die Stücke vorher abgewogen
Das sind jetzt 40 Gramm Parmesan. Dafür nehme ich dann weniger Emmentaler. So, die kleinen Stücke kommen da oben drauf. So, gucken wir mal. Ihr seht noch alles. So, jetzt setze ich hier Parmesan drauf. Ach, vielleicht brauche ich da auch gar nichts. Mal gucken. Gar kein Emmentaler mehr. Das ist so. Manchmal hat man sowas im Kopf und schreibt sich auf, was würde man gerne verwenden an Lebensmitteln. Und dann ist man am Kochen und denkt, nee, seht ihr, ich brauche schon gar keinen Emmentaler mehr. So. Da reicht nur der Parmesan. Den Backofen habe ich gerade vorgeheizt. 200 Grad Ober-Unterhitze. Und da kommt meine Zucchini-Schiffchen jetzt rein. Also ich finde, das sieht lecker aus. Schaut mal. So, das überbacke ich jetzt. Und wenn das fertig ist, ich weiß noch nicht genau, wie lange, ich pieke dann mal. Deswegen wollte ich eigentlich auch die Soße haben, damit die Zucchini ein bisschen weicher wird, weil ihr wisst ja aus anderen Filmen, dass meine Eltern immer sagen, oder mein Vater, das ist ja noch roh. Der hat das immer gerne ganz weich. Aber ich hoffe jetzt, dadurch, dass ich unten noch das Reis mit dem Gemüse und dem Fleisch reingegeben habe, dass das ein bisschen in die Zucchini zieht und dadurch weicher wird. Also ich denke mal so eine halbe Stunde. Ich sage euch aber genau, wie lange ich es drin hatte und hole euch gleich wieder dazu. Bis gleich. So ihr Lieben, Essen ist fertig. Ich hatte die Zucchini jetzt 35 Minuten im Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze auf dem unteren Rost. Es ist fantastisch, es riecht gut, es sieht lecker aus. Schaut mal, so sieht das jetzt aus. Ich habe die eingepiekt an der Seite, um zu gucken, wie fest die Zucchini noch ist. Die ist auch dadurch, dass unten ja der Reis drin ist, ist sie auch ein bisschen weicher geworden. Sieht echt lecker aus. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Rezept mal nachbackt oder nachkocht und mir vielleicht ein Feedback gibt, wie es euch geschmeckt hat. Unter dem Film in der Infobox schreibe ich alles, das Rezept und so, meine Links zu meinen Kochgruppen. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und vielleicht auch mal meinen YouTube-Channel teilt, meine Rezepte teilt. Und ich freue mich immer, wenn es euch gefällt und ich dann ja, Telefonate oder E-Mails bekomme, dass es euch geschmeckt hat. Ich sag mal bis zum nächsten Film, eure Judith. Tschüss, ihr Lieben.